Wochenvideo der Kalenderwoche 04. Hallo liebe Weinfreunde und willkommen zum Wochenvideo der Kalenderwoche 04. Wir hoffen natürlich, dass es euch allen gut geht. Wir sind wieder eine Woche näher an der Normalität und hier jetzt die neuen Infos aus unserem Laden direkt im Weingut. Denn Achtung, Achtung, der Valentinstag steht bald vor der Tür. Nur noch ein bisschen weniger als 2 Wochen, wenn das Video rauskommt. Und deswegen haben wir uns etwas für euch überlegt. Wie wäre es denn, wenn ihr euren Liebsten oder eurer Liebsten ein kleines Weinpräsent zum Valentinstag schenkt? Denn ich meine, wir wissen alle, es ist ein Lockdown. Bei uns im Burgenlandkreis ist sogar eine Ausgangssperre. Heißt, wir können ja nichts groß weitermachen, außer zu Hause bleiben. Und diese Zeit zu Hause sollten wir doch wunderbar nutzen. Ich hole mal kurz das, was wir für euch vorbereitet haben. Moment. So, und da haben wir es schon. Wir haben uns überlegt, verschenkt doch einfach ein schönes Dreierpräsent. Da haben wir 2 Flaschen Wein in diesem Beispiel drin und eine Flasche kleinen Sekt, auch klassische Flaschengärung. Die Idee dahinter, ihr fangt mit einem leckeren Sektfrühstück an, um den Tag richtig toll einklingen zu lassen. Macht dann vielleicht Mittag oder ein Abendbrot, kocht schön und am Ende gibt es noch ein leckeren Weinchen auf der Couch. Und dann sind sicherlich alle glücklich. Sagt uns einfach Bescheid. Wir packen euch das Präsent nach euren Wünschen. Und für alle die, die es noch viel, viel individueller haben möchten, da habe ich jetzt noch was. Denn jede Flasche Wein oder auch Sekt könnt ihr sogar noch individuell gestalten, im Sinne von, ihr könnt einen netten Text drauf schreiben. 2 Beispiele habe ich jetzt hier in der Hand. Schaut mal. Ich hoffe, man kann das Ganze lesen. Da könnt ihr vorne ein kleines bisschen was draufschreiben, mit Namen oder was auch immer ihr möchtet. Und natürlich auch hinten. Alles, was personalisiert ist, muss bis zum 10.02. bestellt sein. Denn dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu drucken und für euch vorzubereiten. Abholung natürlich hier bei uns im Blütengrund 35. Bestellung wie gewohnt telefonisch 20 20 42 oder aber über naumburger.com oder per E-Mail info@naumburger.com. Ja, jetzt geht's weiter im Text mit der Frage, wie kommen unsere Korken in die Flasche? Letzte Woche habe ich euch gezeigt, wie wir die Flaschen dann im letzten Step verkaufstätig machen, also wie ihr die dann bekommen könnt. Und da kam ganz oft die Frage, wie bekommt man diesen Korken in diesen dünnen Flaschenhals? Warum und wie das funktioniert, das jetzt im Anschluss. Ansonsten bleibt gesund, bleibt munter. Wenn es Fragen gibt, schreibt Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche in der Kalenderwoche 05. Bis dahin alles Gute und tschüss. Und dann fangen wir auch schon an. Hallo liebe Freunde. Um euch richtig zu zeigen, wie man denn so einen Korken in die Flasche bekommt, haben wir uns entschlossen, die ganze Korkmaschine einmal auseinanderzubauen. Ihr seht es in den Bildern schon, wie wir das Ganze gereinigt haben. Und ja, hier eine kleine Übersicht, wie alle Teile im Einzelnen aussehen. Nach getaner Arbeit ab zurück in den Keller und da muss das Korkschloss wieder rein. Und vorher muss es natürlich zusammengebaut werden. Unser Kellermeister zeigt hier, wie das im Schnelldurchlauf geht. Ein großer Lego-Baukasten für große Kinder. Und nach der Zusammensetzung dann jetzt für euch einmal hier eine kleine Slow-Mo. Von hinten, wo die Daumen vom Kellermeister sind, da kommt Luftdruck, der drückt das Ganze hier zusammen. Und ihr seht in der Mitte, wo sonst der Korken ist, verengt sich hier die Öffnung. Das heißt, da wird mit richtig viel Druck der bewegbare Korken schön zusammengedrückt, um ihn dann in die Flasche zu bringen. Eingebaut, seht ihr hier, da kommt von oben der Korken und ja, so kommt er in die Flasche.